Herzlich willkommen aus der Martin-Luther-Kirchengemeinde in Witten in der Ruhr zu einem neuen DIY, Believe It Yourself, klug ist, wer selber glaubt. Mein Name ist Dirk Schuklert, ich bin Pastor hier in unserer Gemeinde. In der Technik begleitet uns wortgewandt, wie immer, der Nils. Sag mal Nils, hast du eigentlich Ahnung von Kunst? Moin. Ja, was er damit aussagen wollte, findet ihr unten. Apropos Staunen und Geduld. Was aus Staunen und Geduld alles Schönes und Gutes werden kann, das zeigt uns die Wittener Künstlerin Julia Joswig schon seit mehreren Jahren, indem sie für uns ganz persönlich als Gemeinde zur Jahreslosung jeweils ein eigenes Motiv findet und darstellt und gestaltet. Und dieses Bild hängt dann bei uns in der Kirche und ist dann tatsächlich auch vorne auf unserer jährlichen Geburtstagskarte zu sehen. Und heute, da freue ich mich ganz besonders drauf, endlich mal einen Gast in diesem himmlischen kleinen DIY-Studio, sodass ich nicht ganz alleine, außer natürlich in guter Gesellschaft durch unsere jeweiligen wortgewandten Techniker, nicht ganz so alleine hier bin. Ich freue mich wahnsinnig darauf, dass Julia heute tatsächlich bei uns ist. Julia, schön, dass du da bist. Und das Erste, was du mir reichst, ist tatsächlich das Originalbild. Auch wichtig zu erwähnen ist tatsächlich, wir sind getestet, das heißt, wir dürfen so nah beieinander an einem Tisch sitzen. Julia, was muss man über dich wissen, wenn man sagen würde, man kennt dich? Also was ist noch schön, was ist noch interessant? Ausbildung hast du wo gemacht? An der Kunstakademie Düsseldorf. Zuerst bei Professor Risser, dann bei Dr. Lüppertz. Diese Zeit, die hat mir ganz viel gebracht. Ich habe 6 Jahre studiert und die Atmosphäre hat mir richtig gut getan. Ich habe durch diese Atmosphäre gelernt, dass die Technik ein ganz wichtiger Aspekt in der Kunst ist. Man kann malen, wie man will später. Man kann sich ausdrücken, wie man will, aber die Technik, die muss sein. Einmalig wurde an der Kunstakademie ein Buch rausgegeben, in dem aus 25 Jahren Studentenwerke gezeigt worden sind. Eine große Ehre war für mich, dass meine Kunstwerke dabei waren. Wunderbar. Und dein Atelier ist jetzt wo? In Annen, Annenstraße 20a in Witten. Ich liebe mein Atelier. Es ist klein und gemütlich. Und es ist eine schöne Atmosphäre dort, so ähnlich wie an der Kunstakademie, nur in klein. Wenn man reinkommt und bei mir malen möchte, dann wird man gleich von der Atmosphäre aufgefangen. Dort male ich natürlich auch selber. Bei mir malen Erwachsene und Kinder, auch Anfänger und Fortgeschrittene. Es kann auch jemand mit 0 Kenntnissen in Malerei kommen und einen Workshop machen und der bringt ein Bild mit nach Hause zurück. In meinem Atelier finden regelmäßig Ausstellungen statt und auch Treffen mit Schülern und anderen Künstlern. So, du hast tatsächlich das Bild zur Jahreslosung 2021 uns mitgebracht. Es hängt hier. Und du hilfst uns jetzt mal als Fachfrau ein bisschen dabei. Was ist auf dem Bild zu sehen? Es sind 2 Figuren auf dem Bild zu sehen. Die eine Figur umarmt die andere. Es sind absichtlich keine Geschlechter erkennbar. Es ist weder Frau noch Mann. Das ist in diesem Bild völlig unwichtig. Wichtig ist nur das, was die Figur, die umarmt wird, in der Hand hält. Das gewisse, besondere Etwas. Das ist für mich der Gott in uns. Mhm, okay. Mhm. Ist das Bild für dich an einen Ort oder an eine Zeit gebunden? Nein.
tatsächlich ist es überhaupt nicht orts- und zeitgebunden und ja, ist es zeitlos. Das ist ja wichtig, weil es ja uns durch das ganze Jahr auch begleiten soll. Also nicht jetzt nur Herbst, Sommer, Frühling, Winter, sondern auch nicht an Witten gebunden, sondern man kann das tatsächlich überall für sich erleben und auf sich wirken lassen. Ja, nur an den Spruch ist es gut. Wie ist diese Jahreslosung in dem Bild eingefangen bzw. dargestellt? Nun ja, die umarmen sich. Mhm. Also ich zeige mit dem Bild die Aktion von Erbarmen, von Umarmen, von Mitgefühl. Mhm. Und zwar war für mich ganz wichtig zu zeigen, dass es nicht nur darum geht, andere mitzufühlen, sondern man muss auch sich selber fühlen, sonst kann man das nicht bei anderen machen. Und also diese Transformation, was der Gott uns gibt, und was wir dann den anderen geben, das war mir ganz wichtig in dem Bild. Also das erinnert ja ein bisschen eben auch an dieses berühmte Doppelgebot der Liebe, wo Jesus sagt, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Das heißt also, wenn man sich selbst nicht annimmt und sich selbst nicht liebt, mit sich selbst nicht barmherzig umgeht, dann kann man das auch bei anderen nicht genau machen. So ist es. Und es geht auch mit ganz vielen Aspekten in der Bibel so, ne? Das ist natürlich, also es ist ja ein Corona-Bild, muss man ja sagen. Also das trifft ja einen Nerv, weil wir konnten ja so lange uns eben nicht berühren, nicht umarmen, nicht spüren, nicht wahrnehmen. Hat das bei dir auch eine kleine Rolle gespielt, diese Corona-Zeit, wenn du also dieses Bild gemalt hast mit so viel Berühren und so viel Umarmen? Ja, die Pandemie ist natürlich ein sehr aktuelles Thema, aber in dieser Jahreslosung geht es um Liebe, um Gefühle, um Umarmung, um ein etwas viel breiteres Thema als die Pandemie. Und deswegen möchte ich mich davon ganz klar distanzieren. Es entspricht auch mehr meiner Auffassung von der Welt. Weil es auch eben zeitloses Bild ist. Ja, na, klar, das ist das Schöne an dieser Geschichte, genau. Ja. Wie steht der Betrachter denn zu diesem Bild? Die Augen von den beiden Menschen, die sind geschlossen. Deswegen ist der Betrachter nur als Beobachter da. Er wird nicht angesehen. Der wird nicht angesehen und wird nicht in das Bild reingezogen, sondern er bleibt außen vor. Das heißt, also wenn ich jetzt als Betrachter das nur ansehe, ohne mit hineingenommen zu werden, was heißt das für dich? Für mich heißt das, das ist ein Bild, das hat was Sakrales. Okay. Das hat was, das hat wie so ein Schutzmantel, ne, dass man fühlen soll, aber nicht da reindringen. Das heißt, es hat was Intimes, genau, wo man nicht aufgebrochen oder nicht übergriffig, sozusagen missbräuchlich behandelt werden darf. Genau. Das ist ja auch eine wichtige Geschichte. Und gleichzeitig durch das Gefühl kann man mit diesem Bild genauso mitfühlen, wie in dem Bild gefühlt wird. Genau. Okay. Ja. Was macht das eigentlich mit dir, wenn du jedes Jahr von uns diese Aufgabe bekommst, ein Bild zur Jahreslosung zu machen? Das ist jetzt, glaube ich, schon das sechste oder siebte Bild, wenn ich... Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Jetzt schon. Sie hängen alle bei uns in der Kirche tatsächlich. Ja. Und das hat ja schon fast ein bisschen wie eine ständige Ausstellung. Also wenn du Menschen mal dein Oeuvre zeigen möchtest, kannst du ja das in unsere Kirche einladen. Das stimmt. Aber in erster Linie ist für mich ganz wichtig... Ich fühle mich durch diese Aufgabe sehr inspiriert. Okay. Und ich habe immer eine Jahreslosung, die mich ein ganzes Jahr begleitet und mich immer wieder an etwas erinnert aus der Bibel. Wir sind gespannt. 2022, die Aufgabe naht natürlich auch. Also auch da wird es hoffentlich, wenn alles gut geht, ein Bild, ein Motiv von dir zur Jahreslosung 2022. Ich sage nicht, was es ist. Wir lassen uns an der Stelle einfach mal überraschen. Ich danke dir fürs Hiersein. Ich danke dir für dieses Bild. Ich danke dir für die Einblicke und das Einfühlen in dieses Motiv. Das war's dann auch schon. Bleibt wach und aufmerksam. Passt auf euch auf. Gott tut es auch. Dieses Hashtag BIY, Believe It Yourself. Ich freue mich auf die nächste Woche und danke, dass du hier warst. Gerne.